Ich muss vielleicht sagen, dass ich aus einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen stamme. Meine Eltern sind selbstständige Handwerker gewesen. Und ich habe sehr früh gelernt, schon als junger Mensch, dass wenn ich etwas erreichen will, muss ich etwas dafür tun. Dieses definiere ich heute gerne mit den Worten, wer zögert, verliert. Mein Name ist Thomas Siese, Steuerberater aus Leopoldshöhe. Wir befinden uns hier gerade in meinen Kanzleiräumen im Ortsteil Asemissen. Der kleine Ort Leopoldshöhe liegt im Kreis Lippe. In der Kanzlei Siese ist immer jemand zu erreichen, sowohl persönlich vor Ort als auch telefonisch. Wird sofort zurückgerufen oder auf E-Mails geantwortet, also ist es immer eine perfekte Kommunikation möglich. Relativ starke Ausprägung auch bei Mandanten, die Photovoltaikanlagen betreiben, weil ich nebenberuflich auch noch als Bürgersolargenossenschaftsvorstand hier in Leopoldshöhe arbeite, ehrenamtlich, und insofern eine tiefgreifende Fachkenntnis da entwickelt habe. Besonderheiten an dieser Kanzlei sind zum Beispiel auch, dass wir schon sehr weit fortgeschritten sind in der Digitalisierung. Alle 2 Wochen Massagen bekommen wir Mitarbeiter, um unsere sitzende Tätigkeit ein wenig auszugleichen. Und ansonsten ist noch besonders, dass Herr Siese sich ja sehr nachhaltig engagiert und da als Vorbildfunktion hier im Kreis Lippe auf jeden Fall zuzählt. Ich habe für mich festgestellt, dass man mit guten Mitarbeitern, einem starken Partner an der eigenen Seite, den bestmöglichen Erfolg erzielen kann. Meine Frau ist in der Kanzleileitung tätig, organisiert mit mir zusammen das gesamte Büroablaufgeschehen und ist der stärkste Partner an meiner Seite, auf den ich mich blind verlassen kann. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit 3 Punkte. Im Wesentlichen die wirtschaftliche Betreuung unserer Mandanten, dann darüber hinaus die sozialen Komponenten, die unsere Mitarbeiter genießen, und am Ende auch der ökologische Faktor, der bedeutet, dass wir beispielsweise so wenig Papier, wie es nur irgendwie geht, verwenden. Man kann sagen, dass die Nachhaltigkeit bei uns geboren ist mit den Kindern. Wir haben 2 Kinder bekommen und irgendwann habe ich mich gefragt, was tust du eigentlich für die Kinder, die dir nachfolgen? Und da bin ich mir drauf gekommen, man sollte nachhaltig leben. Nachhaltig bedeutet im Grunde genommen, nicht mehr zu verbrauchen, als man auch zurückgeben kann auf der Erde. Alle die davon profitieren wollen, können es, werden beraten in ganz breiter Form. Das fängt mit einem ganz dummen Beispiel an. Heute gibt es Hunderttausende von Hallen, die immer noch Röhrenbeleuchtung haben. Wir haben seit langer Zeit immer mal wieder unsere Mandanten angesprochen, warum man nicht auf LED-Leuchten umstellt. Diese Maßnahmen sind förderungsfähig. Man kriegt Darlehen oder auch Zuschüsse dafür. Und wenn man es dann nicht tut, dann kann man wirklich nur sagen, selbst schuld. Oder ich wiederhole mich gerne, wer zögert, verliert.